willst du von mir?« »Du leugnest es also nicht.« »Du denkst anscheinend, du weißt alles.« »Spielt es eigentlich eine Rolle, was ich sage? Es geht hier um dich. Was willst du?« »Ich möchte wissen, was du wirklich willst, außer zu mir kommen.« »Ich will das, was alle wollen.« »Sag es mir doch einfach.« »Geld? Ich habe nicht viel. Aber wenn du auf Geld aus bist...« »Kein Geld. Seltsam, dass Geld dein erster Gedanke ist.« »Ist Geld das, was du vom Leben erwartest?« »Echt traurig. Das Leben hat mehr zu bieten als nur Geld, Kelly.« »Wenn du mich nicht bestechen oder erpressen willst, was willst du dann?« »Ich will, dass wir unser Spiel beenden.« »Was? Meinst du das ernst?« »Todernst. Beantworte meine letzte Frage, sonst wirst du die Konsequenzen tragen.« »Das hier ist kein Spiel.« »Alles ist ein Spiel, aber manche Spiele sind gefährlicher als andere.« »Es ist mein Leben, das ist kein Spaß.« »Dein Leben ist ein Witz. Antworte.« »Ich habe deine letzte Frage vergessen.« »Hast du schon einmal eine Leiche gesehen?« »Ja. Ja, ich habe schon eine Leiche gesehen.« »War das an Halloween?« »Ja.« »Braves Mädchen. Siehst du, es ist ganz leicht, die Wahrheit zu sagen. So einfach wie das Abreißen eines Verbands. Zuerst tut es weh, aber dann gewöhnst du dich daran. Du bist an der Reihe. Stell mir eine gute Frage.« »Woher hast du dieses Bild?« »Das habe ich in der Cloud gefunden. Erstaunlich, an was für Dinge man kommt, wenn man technisch was drauf hat.« »Ich bin an der Reihe. Und denk dran, nicht lügen.« »Dachtest du wirklich, du könntest mit Lügen davonkommen?« »Ich versuche nicht daran zu denken.« »Weil dich jetzt nach so langer Zeit die Reue packt?« »Ich bin dran.« »Sieh an, da wird aber jemand mutig.« »Warum tust du das?« »Na, das ist mal eine interessante Frage.«
Die dürfte dir mehr helfen, wenn du rauszukriegen versuchst, wer ich bin. Ich tue das, weil du es verdient hast und ich will, dass die Wahrheit rauskommt. Das scheint dich echt zu interessieren. Daher glaube ich, dass du sie kanntest. Du hast sie geliebt. Frag schon. Ich bin ein offenes Buch. Kanntest du sie oder warst du nur zufällig an dem Abend dort? Das sind zwei Fragen. Aber ich bin mal großzügig. Die Antwort ist zweimal ja. Du kanntest sie und du warst zur falschen Zeit am falschen Ort. Oder zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Die Realität liegt im Auge des Betrachters. Wie es so schön heißt. Ich wüsste gerne, warum du das tust. Oh, du arme Kleine. Ich sag dir was. Du bist nochmal an der Reihe. Denn ich habe so einen großen Vorsprung vor dir. Was soll das Ganze? Das haben wir doch schon geklärt. Du hast jetzt alles schriftlich. Ich kann die Polizei ebenso gut selber rufen. Ich stelle mich und beende das hier, was auch immer es ist. Das willst du tun? Ich habe nicht alles bekommen, was ich will. Noch nicht. Übrigens, selbst wenn du die Polizei rufen würdest, nein, es ist besser, du spielst weiter. Sag mir, was du willst. Es ging nie darum, zur Polizei zu gehen. Und schrei mich gefälligst nicht an. Du Miststück! Ich hatte einen sehr langen Tag. Vielleicht ist es mir ja egal. Vielleicht gehöre ich ja in den Knast. Es gibt Schlimmeres, als in den Knast zu kommen, Kelly. Also, besser? Du spielst weiter. Du sagtest, du hast schwarzes Haar, blaue Augen und eine athletische Figur. Ja. Violet hatte einen Bruder. Ach so? Erzähl mir von ihm. Wir haben uns am Orientierungstag kennengelernt. Er ist mir aufgefallen. Was ist dir an ihm aufgefallen? Seine Augen. Und er hatte ein schönes Lächeln. Und die Art, wie er mit Violet herumalberte. Beschreib mal.
Das war nervig, aber auch süß. Ich wusste einfach, dass sie sich lieben, obwohl sie sich gegenseitig verarscht haben. Interessant. Hast du ihn attraktiv gefunden? Du brauchst gar nicht zu antworten. Natürlich hast du ihn attraktiv gefunden. War damals das letzte Mal, dass du ihn gesehen hast? Nein. Lass mich nicht auf deine Antworten warten. Ich habe einen straffen Zeitplan. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Als er ihre Sachen aus unserem Wohnheim abgeholt hat. Er hat geweint und ich erinnere mich, wie ich dachte, dass seine Augen... Oh Gott. Die Beschreibung, die du von dir gegeben hast. Du. Du bist es. Sorry, aber das ist von der Form her keine Frage. Bist du Violets Bruder? Oh mein Gott. Du siehst nervös aus. Woher willst du das denn wissen? Ich beobachte dich gerade. Verdammt, was? Wie? Ich rufe die Polizei. Selbst wenn du sie jetzt anrufen würdest, wie schnell glaubst du, wäre sie wohl hier? In einer halben Stunde? In 20 Minuten? 10? 5? Fünf Minuten kann viel passieren. Süßes, sonst gibt's Saures. Hör auf, bitte. Falls du es bist, lass mich bitte einfach in Ruhe. Wenn du das bist, bitte, tu es nicht. Hast du noch Naschwerk übrig? Kelly schleicht auf Zehenspitzen zum Fenster und späht durch das Rollo hinaus. Eine schwarz gekleidete Gestalt mit einer Maske steht im Schatten auf der Veranda. Wie hast du mein Haus gefunden? Wieder klingelt es an der Tür und noch einmal und noch einmal. Lass mich rein. Liebe
Zuschauer, ich bin Fabian und das hier war nun der dritte Teil von der Chatgeschichte Unbekannter Anrufer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde die Geschichte ja mega spannend. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr glaubt, dass der Unbekannte wirklich der Bruder ist oder ob es irgendwer anders ist. Und ihr könnt gerne auch mal reinschreiben, was ihr glaubt, wie das Ganze ausgehen wird. Es wird mindestens noch einen weiteren Teil geben, wahrscheinlich eher zwei. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr die Geschichte auch auf euren Social-Media-Kanälen, Facebook, Twitter, Instagram oder so teilen würdet. Wenn ihr auf jeden Fall wissen wollt, wie das Ganze ausgeht, dann stellt sicher, dass ihr diesen Kanal hier auch abonniert habt und die Glocke aktiviert habt. Dann gibt es nämlich immer eine Benachrichtigung, wenn es ein neues Video gibt und natürlich auch, wenn es die Fortsetzung zu dieser Geschichte hier gibt. Ich würde mich mega drüber freuen und ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch einen ganz, ganz tollen Abend oder tollen Tag, je nachdem, wann ihr das Ganze hier schaut. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.